Klimaschutz wird immer wichtiger. Deshalb verwendet Buderus in den neuen Luftwasserwärmepumpen das natürliche, zukunftssichere Kältemittel R290, auch bekannt als Propan. Dieses Kältemittel kommt auf natürliche Weise vor, ohne synthetisch hergestellt werden zu müssen. Es ist nahezu unbegrenzt verfügbar und hat ein sehr niedriges Treibhauspotenzial, GWP genannt. Je kleiner der GWP-Wert eines Kältemittels, desto niedriger ist die Auswirkung auf die Erderwärmung. Zum Vergleich: Das synthetische Kältemittel R410A hat einen GWP von 2088. Das natürliche Kältemittel R290 hingegen einen GWP von 3. Zum Einsatz kommt ein Kältemittel im Kältekreis einer Wärmepumpe. Dabei nimmt es Wärmeenergie aus der Umwelt auf, also zum Beispiel aus der Luft oder dem Erdreich. Ein im Kältekreis integrierter Kompressor verdichtet das Kältemittel. Mit zunehmender Verdichtung wird das Kältemittel immer wärmer und diese Wärme wird schließlich an das Heizsystem weitergegeben, um so ein Gebäude zu beheizen. Weil R290 zu den brennbaren Kältemitteln zählt, gibt es spezielle Sicherheitskonzepte, die bei der Aufstellung der Wärmepumpe beachtet werden müssen. So ist ein Schutzbereich von mindestens 1 Meter um die Wärmepumpe herum zu allen Gebäudeöffnungen, wie zum Beispiel Lichtschächten, Fenstern, Türen sowie zu möglichen Zündquellen, wie beispielsweise Steckdosen, einzuhalten. Der Kältekreis ist hermetisch geschlossen, sodass kein Kältemittel entweichen kann. Mithilfe des durchdachten Sicherheitskonzepts und der geringen Menge des Kältemittels kann R290 bedenkenlos verwendet werden. Auch der Politik liegt der Umweltschutz am Herzen, weshalb das erklärte Ziel ist, dass in Zukunft möglichst nur noch natürliche Kältemittel wie Propan für den Kältekreis neuer Wärmepumpen zum Einsatz kommen sollen. Natürliche Kältemittel sind übrigens nicht von den aktuellen PFAS- oder F-Gas-Verschärfungsvorschlägen betroffen und daher besonders zukunftssicher. R290 ist nicht nur umweltschonend und zukunftssicher, es verfügt auch über optimale thermodynamische Eigenschaften. So ermöglicht es unter anderem hohe Vorlauftemperaturen mit bis zu 75 Grad Celsius für die Luftwasserwärmepumpe Logatherm WLW 186 IAR. Eine perfekte Kombination für Modernisierungsprojekte. Das Kältemittel R290 Propan. Natürlich, nachhaltig und zukunftssicher. Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.